Ja, das ist hier leider jetzt ein bisschen dreckig, das Brett. Müsst ihr euch jetzt leider angucken. Ich habe gedacht, ich mache mal eine Woche lang circa What I Eat in a Day. Und das ist jetzt von gestern noch gewesen. Und da habe ich 10 kleine Birnen gegessen. Das waren jetzt Demeter-Birnen, die waren im Angebot für 2,70 € pro Kilo. Leider waren das, haben die mir die falschen geliefert sozusagen. Also es ist hier regional. Aber die fahren mit so einem Lieferwagen rum und beliefern dann alle. Da muss nicht jeder Einzelne mit dem Auto irgendwo hinfahren, sondern beliefern dann einfach alle Haushalte, die da bestellen, für 2 Euro jeweils. Könnt ihr euch auch mal informieren, Stichwort Bio-Kisten oder Bio-Abo-Kisten. Das waren jetzt Williams-Bieren und die Williams-Bieren, die sind mir viel zu süß, die sind mir, also die sind so süß wie Bonbons, aber ich wollte es natürlich nicht wegschmeißen. Hab's dann gegessen, hab's dann auch alle auf einmal gegessen, obwohl ich meistens nur die Hälfte davon esse, weil ich einfach loshaben wollte, sage ich mal. Ich hatte eigentlich regionale Bieren bestellt, das waren eine andere Sorte, ich weiß es gar nicht welche, stand jetzt nicht dabei. Die hatte ich auf jeden Fall schon mal bestellt gehabt und die waren ziemlich mild und hatten ziemlich gut geschmeckt, waren auch größere Bieren und die hier waren jetzt sogar, haben die mir aus Italien welche geschickt, keine Ahnung warum. Die hatte ich auf jeden Fall nicht bestellt. Ja, und die hier, die waren nicht reifer, die waren alle nicht wirklich komplett reif. Also ich sage, ansonsten habe ich nichts an dem Tag gegessen. Machen wir direkt weiter mit heute. Heute, wir haben jetzt ungefähr 21 Uhr, heute habe ich noch gar nichts gegessen. Ich habe gestern, bin ich 10 Kilometer gelaufen in 42 Minuten circa. Das war so moderat bis zügig. Und habe auch noch Krafttraining gemacht. Heute habe ich noch ungefähr 4x50 Liegestütze gemacht und gleich werde ich wahrscheinlich nochmal laufen gehen oder so. Und vielleicht werde ich mir gleich hier einen O-Saft machen. Ich habe hier ein paar Orangen. Werde ich wahrscheinlich so 6 Orangen nehmen, mir die entsaften. Also sind kleine Orangen, man sieht meine Hand und die so Orangen. Davon werde ich wahrscheinlich 6 bis 8 oder so nehmen, wenn überhaupt. Eigentlich wollte ich Grapefruits entsaften, hier so zwei schöne Grapefruits. Dadurch bin ich schon viel satter, weil das reif geerntete Früchte sind, richtige Qualität haben die. Aber ich wollte mal die konventionellen Orangen ausprobieren, weil normalerweise sind die sehr belastet, aber diese Sorte hatte ich schon ein paar Mal probiert und da hatte ich bisher eigentlich noch nie Vergiftungserscheinungen gespürt. Jetzt bin ich aber wieder an so einem Reinheitsgrad angekommen, dass ich halt nochmal überprüfen möchte, ob durch die Sensibilität, durch die körperliche Sensibilität, die mit einem höheren Reinigungsgrad einhergeht, ob ich jetzt nicht doch schon doch etwas spüre, ob die also leicht vergiftet trotzdem sind. Weil die kosten halt nur 1 Euro pro Kilo und die Grapefruits kosten 3,50 € pro Kilo. Trotzdem muss ich von Orangen insgesamt mehr essen als von den Grapefruits, deswegen kommt es ungefähr das gleiche wieder raus, aber ich denke mal trotzdem, dass die Orangen noch doppelt so günstig sind. Leider gucke ich noch nach dem Preis, weil ich wirklich nicht so viel Geld zur Verfügung habe noch, woran ich aber halt auch selber dran schuld bin sozusagen. Aber ist dann halt jetzt so momentan erstmal. Wollte ich es nochmal ausprobieren, obwohl ich den Zucker auch gar nicht mehr so geil finde. Obwohl ich manchmal wirklich noch so zuckerhaltige Sachen zu mir nehme. Die Grapefruits, die finde ich nicht so süß, das ist schon ganz geil. Ich habe jetzt aber auch mal eine reif geerntete, richtig qualitative, voll sonnengereifte, mit gutem Boden, gutem Klima, ohne irgendwelchen Chemikalien und sowas hergestellte Ananas. Die kostet 6,50 € pro Kilo, das dürften jetzt. Ja, dürfte jetzt 1 Kilo sein oder 1,2 Kilo oder so. Ich müsste die größte bestellt haben, also 1,2 Kilo. Und die, also so eine Ananas, die hält mich den ganzen Tag satt. Ist genug Zeug drin bei so einer richtig geilen Qualität. Also ich kann davon nicht mehr als eine Hälfte auf einmal essen. Das heißt, mal als Ausnahme so 7 Euro an einem Tag. Aber wie gesagt, gestern habe ich diese Birnen da gegessen. Das waren. Ja, das war aber auch teuer. Wenn ich normalerweise 5 esse, also normalerweise esse ich sowieso ein bisschen mehr. Also das waren jetzt ungefähr, sagen wir mal, waren das ca. 1,8 Kilo. Pro Kilo haben die 400 Kalorien. Das sind dann ca. 700 Kalorien gewesen. Meistens esse ich so um die 1000. Also ich esse so zwischen 700 bis 1200.
Und in Ausnahmefällen bis zu 1500, besonders wenn halt so ein Avocado kommt. Ein Avocado hat ja schon hier 300 Kalorien oder so. Aber die Kalorien sind halt nicht so wichtig. Also ich kann davon 10 Stück essen, auch über Monate jeden Tag, und das sind 3000 Kalorien und wird dadurch nicht fett werden. Ja, wenn ich die Grapefruits esse, also meistens ist es so, dass ich mir morgens so zwei Grapefruits und sagte, dann 4 Stunden später habe ich so fünf kleine Äpfel oder drei große Äpfel oder halt manchmal die Birnen, und dann mache ich mir 45 Minuten später noch einen Salat. Jetzt versuche ich halt erstmal ohne Salat, mit Ausdauersport, mit Ausdauerleistungssport geht das sehr gut ohne Salat, weil ich sowieso dann die ganze Zeit im Entgiftungsmodus bin, weil der Ausdauersport sowieso die ganze Zeit auch entgiftet. Wenn ich aber aufbauen will, mehr Kraftsport macht, dann esse ich einen Salat, um die Rückvergiftung einfach zu stoppen für einen Moment und dadurch dann mehr Energie zur Verfügung zu haben, die nicht mehr für die Entgiftung gebraucht wird, die ich dann in den Kraftsport richtig gut einspeisen kann. Wäre vielleicht für den Ausdauersport auch ganz sinnvoll, um noch schneller zu werden, aber ich bin momentan mit der Geschwindigkeit zufrieden und da spare ich lieber ehrlich gesagt Geld, weil ich trotzdem halt den Ausdauersport leistungsmäßig machen kann. Auch wenn ich jetzt dann nicht optimale Leistungen bringe, bin ich ja trotzdem extrem, extrem, extrem zufrieden, und dann spare ich halt lieber Geld, weil ich halt wirklich nicht viel habe. Besonders diese paar Wochen noch oder die nächsten 6 Wochen noch. Ja, damit ich nicht zu viel laber, sehen wir uns an Tag 3. So, wir sind noch am zweiten Tag. Ich habe dann doch gemerkt, dass mir noch so ein bisschen Mineralstoffe fehlen. Das merke ich dann auch, wenn ich stark hyperaktiv werde, also nicht stark. Also wir sind noch am zweiten Tag. Ich habe halt so gemerkt, dass wenn ich total unruhig werde, dass mir dann so Mineralstoffe fehlen. Und deswegen habe ich mir jetzt hier so Kürbis geschnitten in so Pommesform ungefähr, weil ich keinen Spiralschneider habe. Und habe schnell eine Soße gemacht aus drei Tomaten, etwas Mangold. Also 150 Gramm oder 200 Gramm, und sonst habe ich da eigentlich nur ein bisschen Bärlauch noch dran. Habe ich sonst noch was dran? Und Lauchzwiebeln, das war es eigentlich schon. Man kann noch eine Viertel Avocado beigeben oder irgendwas anderes Fetthaltiges. Oder und noch getrocknete Tomaten, wenn man will, aber mir hat das jetzt so erstmal gereicht. Ja, tut jetzt gerade sehr gut, das zu essen, merke ich. Jetzt haben wir Donnerstag, den dritten Tag, und ich werde jetzt entweder die halbe oder die ganze Ananas essen. Das sind, keine Ahnung, 400 Kalorien, das ganze Ding ungefähr. Aber die ist halt wirklich so qualitativ, da weiß ich nicht, ob ich schon bei einer Hälfte satt bin und die andere Hälfte dann später esse. So, wir haben jetzt 1 Minute später, und wie es aussieht, esse ich die ganze. Also ich achtel die einfach immer so und esse dann oder beiß dann immer halt so da raus. Dann muss ich die Schale nicht abschälen, das geht dann sehr schnell insgesamt. Die ist jetzt von Quinter Shopping, die Ananas, und ich muss sagen, die hat mich jetzt nicht so begeistert. Positiv war, dass die nicht zu zuckersüß war, dass die also nicht so übertrieben süßlich war. Aber trotzdem, obwohl die vollreif aussah, hat die ordentlich Fruchtsäure und die riecht sehr gut und aromatisch, aber das schmeckt man nicht so. Also so ein Boskop-Apfel esse ich da eigentlich sogar fast noch lieber. Also diese Ananas für den Preis, also die kostet ja sechsmal so viel wie den Buskop-Apfel, den ich hier regional bekomme, lohnt sich das nicht. So, beim dritten Tag sind wir noch, das war dann die zweite Mahlzeit. Das sind recht kleine Avocados, wie man hier sieht, an meiner Hand. Insgesamt sind das, wenn man das jetzt mit mittelgroßen Avocados vergleicht, ungefähr 3,5 bis 4, sagen wir 4 Avocados, also mittelgroß, das sind jetzt sehr kleine. Das war die zweite Mahlzeit. Kalorien weiß ich jetzt nicht bei den Dingen. Auf jeden Fall haben die, ja, sind die sehr feinstofflich und da sind Kalorien eigentlich total egal. Und 4 Stunden später habe ich dann richtig, richtig hartes Krafttraining gemacht. War richtig gut. Und dadurch, durch das Krafttraining, habe ich so viel Energie geladen, dass ich dann nach 24 Stunden lang erstmal gar keinen Hunger mehr hatte. Also ich habe jetzt 24 Stunden seit den Avocados nichts mehr gegessen. Die letzten 3 Tage habt ihr. Moment, nee, einmal war nicht. Also, aber die letzten 2 Tage waren frutarisch. Oder stimmt das jetzt? Auf jeden Fall 2 der 3 Tage. Hatte ich auch kein Bedürfnis nach Grün. Und jetzt nach 24 Stunden habe ich mir jetzt einen Saft gemacht aus zwei Grapefruits.
zwei größeren Grapefruits. Ja, schön herrlich reif geerntet von Quinter Shopping. Und ich fühle mich bereits die letzten Tage wieder so genial. Hab halt, wie gesagt, auch jeden Tag hart trainiert. Und heute werde ich auch noch eine richtig schöne Laufeinheit machen. Ja, das war der vierte Tag. Bis dann. So, der fünfte Tag ist zu Ende und ich werde mir jetzt dieses kleine Stück Butternut-Kürbis gönnen. Ich habe den ganzen Tag nichts gegessen, hatte auch keinen Hunger gehabt, war schon wieder joggen. Ungefähr 11 Kilometer in 45 Minuten. Jetzt nichts Schnelles, aber auch nichts Langsames. Ich habe bisher jeden Tag leistungsmäßig Sport gemacht, habe heute halt wirklich nichts gegessen. Jetzt diesen Kürbis hat vielleicht 100 Kalorien oder sowas. Und dann sehen wir uns an Tag 6. So, wir haben den sechsten Tag und die erste Mahlzeit sind wieder mal zwei entsaftete Grapefruits. Ich weiß nicht, ob es eine zweite Mahlzeit geben wird, werdet ihr dann ja sehen. Aber mit Säften bin ich momentan wirklich sehr, sehr zufrieden, muss ich sagen. Und vielleicht könnte sich das aus sich selber heraus zu einem Säft längerem ausschließlichem Säftetrinken entwickeln. Das muss ich einfach mal schauen. Wenn, dann werde ich das langsam angehen lassen, erstmal noch saftiges Obst integrieren und schon mal sowas wie Gurkensaft integrieren. Aber ich habe dann auch Lust, eigentlich auf Zucker zu verzichten, aber erstmal würde ich dann so in Säfte umsteigen, also inklusive Fruchtsäfte und das dann halt langsam gestalten und übergehen dazu, dass ich in erster Linie dann Fruchtgemüsesäfte trinke, also Gurkensaft zum Beispiel. Oder Kürbissaft, Paprika hat jetzt wieder sehr viel Zucker. Das heißt sehr viel, aber genauso viel wie Süßfrüchte. Ich habe momentan auch überhaupt keine Lust auf Zucker und Parasiten ernähren sich davon halt auch. Deswegen wollte ich wollte ja sowieso mal eine längere Fastenkur machen, sogar also ohne Zucker von ungefähr 3 Monaten oder sowas. Damit ich die Parasiten dann mal wirklich alle konsequent ausrotten kann, die noch übrig geblieben sind, und ihr seht jetzt die ganze Zeit nur diesen Saft. Aber ich würde jetzt auch lieber einen Gurkensaft trinken, aber die sind halt so teuer, besonders in Bio-Qualität, und in Nicht-Bio-Qualität muss ich da auch wieder ein bisschen von entgiften, da habe ich keine Lust drauf, dann esse ich oder nehme ich lieber gar nichts zu mir, muss ich ehrlich sagen. Aber mit Säften bin ich wirklich sehr, sehr zufrieden, muss ich sagen, und finde ich immer noch, also finde ich besser als komplett ohne irgendwas zu sich nehmen oder nur mit Wasser. Also die Säfte, die stellen mich noch sehr zufrieden und gleichzeitig brauche ich aber auch nicht wirklich mehr. Also so eine Biogurke kostet wirklich 2 Euro. Man braucht schon zwei Gurken für eine Mahlzeit. Das wären dann 4 Euro am Tag. Das wäre zu krass. Aber wenn es soweit ist, werde ich dann euch auch vorstellen, was ich dann so alles konsumieren werde, wenn ich eine Gemüsesaft-Fastenkur mache. Da werde ich wahrscheinlich auch Sprossensaft mit integrieren. Haben ja sehr viel qualitatives Wasser. Und ja, Grassaft werde ich vielleicht erstmal integrieren, aber Gras ist, das sind halt alles Süßgräser, die haben auch relativ viel Zucker. Gut, das war die erste Mahlzeit und eventuell letzte. Ihr werdet ja dann sehen am sechsten Tag. Bis dann. So, immer noch der sechste Tag, zweite Mahlzeit, nochmal zwei entsaftete Grapefruits. So, am siebten Tag gab es 5 normalgroße Boskop-Äpfel. Und da habe ich gemerkt, beziehungsweise schon gemerkt, dass ja, nach 2 Äpfeln war ich eigentlich schon satt. Ich habe dann aber dann doch den Verstand eingeschaltet, der mir eintrichtern wollte, nee, das ist doch viel zu wenig, auch für das, was du machst. Und wahrscheinlich kann ich selber noch nicht so glauben, dass man wirklich mit so wenig auch leistungsfähig sein kann. Ich mache halt auch, wie gesagt, jeden Tag Sport und habe aber dann die 5 gegessen, habe mich dann aber ziemlich voll gefühlt, muss ich sagen. Aber nach circa 2 Stunden hatte ich dann doch noch wieder Hunger ein bisschen und habe dann eine Schale Erdbeeren gegessen. Das sind, ich glaube, spanische Erdbeeren. Schande über mein Haupt. Und noch ein sechsten mittelgroßen Apfel.
Ja, das dürften circa 800 Kalorien insgesamt gewesen sein oder 750 oder so, keine Ahnung. Aber ich hätte es wirklich besser so machen sollen, dass ich erst die zwei Äpfel davon gegessen hätte und dass das so ein Wiedereinstieg für den Körper sozusagen ist, weil ich die letzten 3 Tage ja entweder gar nichts zu mir genommen hatte oder nur Säfte getrunken hatte und dann war das halt jetzt eine, ja schon zu viel, sage ich mal sozusagen, auf einmal. 5 Äpfel so zu essen und dann hätten 2 gereicht, dann hätte der Körper sich wieder daran gewöhnt und dann hätte ich dann 2 Stunden später oder was weiß ich, als ich dann noch Hunger bekommen habe, hätte ich dann halt die normal große Mahlzeit einnehmen können. Das heißt dann nochmal 4 Äpfel und die Schale Erdbeeren. Das wäre effektiver gewesen, aber es muss ja nie perfekt sein. Dafür probiert man ja sowas aus. Ja, jetzt haben wir eigentlich schon den 8. Tag. Ich habe das extra jetzt noch liegen gelassen, die Apfelkitchen, damit, wenn ich Zeit und Lust habe, eben dieses Video hier machen kann oder konnte, wollte, keine Ahnung. Und ja, jetzt habe ich jetzt habe ich 12 Stunden oder so wieder nichts gegessen, aber ich werde auch nicht müde. Wir haben jetzt schon 6:30 Uhr morgens oder 6 Uhr morgens um den Dreh und ich werde einfach nicht müde, weil ich in den letzten Tagen so wenig gegessen habe. Das weiß nicht. Ich werde einfach nicht müde. Also ich habe die letzten Tage auch nur 4 Stunden geschlafen immer und bin halt voll drauf. Und genau, ich bin jetzt aber schon halt ein bisschen langsamer, muss ich sagen, im Kopf, weil der Schlafrhythmus trotzdem noch drin ist und die Hormone jetzt trotzdem bewirken, dass ich halt so runterfahre. Aber trotzdem bin ich körperlich halt nicht müde und ja, kann dann auch nicht pennen. Aber so langsam habe ich dann auch gemerkt, bei den Äpfeln, die ich gegessen habe, dass das wirklich langsam Richtung Säfte geht, dass Säfte mich nicht nur ausreichend sättigen momentan, sondern dass ich auch nicht mehr möchte momentan als Säfte. Und deswegen wird das jetzt wahrscheinlich automatisch einfach in Saftfasten so langsam übergehen. Ich mache das halt Step by Step, Day by Day, dass ich halt nicht jetzt sofort sage, jetzt darf ich nur noch Säfte trinken und so weiter, sondern den nächsten Einkauf werde ich halt wirklich so gestalten, dass ich aus den ganzen Sachen hauptsächlich Säfte machen kann. Hauptsächlich Gurkensaft werde ich nehmen, da werde ich mir Bio-Gurken für besorgen, weil im Penny die diese Woche im Angebot sind, für 1 Euro pro Stück. Obwohl konventionelle Gurken, habe ich letztens nachgeguckt, vorhin. Ich habe wieder 4 Stunden am Stück gearbeitet, ich habe mir wirklich 1000 Seiten durchgeblättert sozusagen, aber als PDF im E-Book, das hatte wirklich 1000 Seiten. Ein alternativer Bericht oder einfach ein Bericht für Pestizidbelastung in Obst und Gemüse. Alternativ habe ich deswegen gesagt, weil ich von Greenpeace schon so einen Bericht durchgearbeitet hatte und eine Tabelle erstellt hatte über pestizidfreies, ich mache mal eine andere Perspektive, über pestizidfreies Obst und Gemüse von Greenpeace. Hatte ich schon mal eine Tabelle zu erstellt, wie das so aussieht, vom konventionellen Obst halt. Und jetzt habe ich halt eine alternative Quelle gefunden. Auch ein Jahr neuer von 2010. Das sind wirklich sehr umfangreiche Berichte und da habe ich dann die 1000 Seiten durchgearbeitet und dann wieder das Wichtigste rausgezogen und es hat für mich auch wieder neue Möglichkeiten gegeben. Also verschiedene Traubensorten oder verschiedene konventionelle Apfelsorten, die wenig oder fast nicht belastet sind. Ja, also bei Trauben muss man sehr, sehr aufpassen, das ist doch ein bisschen komplexer, aber ich habe das wirklich auf eine DIN A4-Seite oder ein bisschen weniger sogar alles zusammengefasst, was wichtig ist. Und ich kann das sogar in ein paar Zeilen sogar noch zusammenfassen. Ja. Und da werde ich dann noch ein Video drüber machen. Und Gurken waren da, ich glaube, 78% waren nicht belastet. Und besonders die aus Deutschland, da waren, glaube ich, dann sogar insgesamt 83 oder 88% nicht belastet. Und als nächstes die Niederlande und die hier dürften jetzt aus Niederlande sein, weil wir haben ja jetzt gerade das Winterende und da gibt es eigentlich kein deutsches Fruchtgemüse im Winter. Aber ich habe mir trotzdem mal die Bio-Teile da geholt für 1 Euro pro Stück, die kosten normalerweise 2 Euro pro Stück.
Die schmecken dann wahrscheinlich auch besser und da werde ich mir 8 von holen. Und Penny hat auch ein sehr gutes Bio-Angebot. Habe ich letztens erstmal auf der Internetseite gesehen. Ich war wirklich noch nie im Penny bisher. Aber die sollen auch Bio-Orangen haben, Bio-Äpfel halt. Und zwar 4 verschiedene Sorten Bio-Äpfel. Bio-Trauben, was ich so fast nirgends sehe, nur ab und zu mal sehr selten. Bio-Orangen im Supermarkt sehe ich auch nur sehr selten, im Edeka vielleicht. Aber da kosten die auch 2 Euro pro Kilo. Und wenn es die im Aldi gibt, dann kosten die nur 1 Euro pro Kilo und die sind meistens sogar reif. Und die haben noch anderes Bio-Kiwis, haben die da auch. Dann haben die sehr schmackhafte Avocados für 50 Cent pro Stück, ist sehr günstig. Also da will ich auf jeden Fall. Ich werde dann auch noch 2 Avocados holen, mal gucken, ob ich die dann esse in einem Saftfasten oder nicht. Und Grapefruits habe ich mir nochmal bei Quinta bestellt. Hier sehen wir noch eine Grapefruit. Hier habe ich übrigens eine Bio-Zitrone. Und noch ein paar Boskop-Äpfel. Die Boskop-Äpfel, mittlerweile sind die mir irgendwie zu sauer. Im Winter waren die richtig schön. Und es hat mich übersäuert auch. Nach 2 Stunden habe ich es gemerkt, ich habe Sodbrennen davon bekommen, als ich die 5 Äpfel gegessen hatte. Und ich habe es auch an den Zähnen gemerkt. Es war überhaupt nicht gut. Die haben jetzt irgendwie zu viel Säure. Aber kostet halt nur 1 Euro pro Kilo. Aber ich habe da jetzt halt durch diese neue Liste auch 2 neue mögliche Apfelsorten, ja, mir vorgemerkt, die zumindest aus Deutschland nahezu nicht belastet sind, in den meisten Fällen. Und beim Holsteiner Kocks wusste ich das schon, aber ich wusste nicht, dass der Holsteiner Kocks so krass gar nicht belastet ist. Und den kriege ich für 1,80 Euro pro Kilo. Der ist aber leider noch süßer, aber hat weniger Säure. Habe ich gemerkt. Den werde ich nochmal ausprobieren und dann war es noch der Golden Delicious, aber der ist wahrscheinlich, so wie der Name auch schon sagt, irgendwas mit Delicious und Golden, stark auf Zucker überzüchtet, aber den kriege ich auch für 1 Euro pro Kilo regional, da werde ich mir noch ein paar besorgen. Und jetzt weiß ich gar nicht, wo ich war. Ja genau, Grapefruits habe ich mir noch bei Quinta Shopping bestellt und die haben da jetzt auch Tangerine, das ist eine Kreuzung aus Mandarine und Orange, haben die jetzt noch 2 verschiedene Sorten sogar. Sogar eine milde Sorte und da bin ich auch extrem gespannt, wie die schmecken. Und Blutorangen hatten die jetzt auch alles reif geerntet und komplett sonnengereift. Perfekter Boden, perfekte andere klimatische Bedingungen. Und die haben da auch Zitronen, die mild sind, die noch ein stärkeres Zitronenaroma haben, ein bisschen orangefarbener sind sogar, aber halt diese typische Säure nicht haben. Und ich will ja auch halt dahin gehen, jetzt dann auch, wenn ich das Fasten eventuell anfange, dass ich halt auf Zucker weitestgehend erstmal verzichte. Ich habe auch kein Bedürfnis danach. Ich habe halt schon gemerkt, dass das wirklich anregt. Und am besten ist da wirklich Zitrusfruchtsaft. Also von Zitrusfrüchten habe ich wirklich gemerkt, dass das wirklich ziemlich anregend ist, der Saft davon. Aber ich habe zumindest für eine Zeit mal Lust, auch für eine längere Zeit, auf diese Anregung, auf diese Stimulation bewusst zu verzichten, um dann sich aus sich selber heraus halt zu motivieren und in der komplett eigenen Schwingung zu sein und nicht von extern sozusagen beeinflussen zu lassen. Aber erstmal habe ich mir die Sachen halt jetzt noch bestellt, weil ich es halt langsam machen will. Und dann werde ich halt sowas wie Kürbissaft, Gurkensaft, Zitronensaft, wenn es halt wirklich diese Zitronen gibt, Wildorangen würden auch gehen, gibt es momentan aber nicht. Und dann vielleicht noch ja, Blattgemüsesaft oder sowas. Wo ich die letzten Tage jetzt auch gar kein Gemüse gegessen habe und auch kein Bedürfnis danach habe und auch noch einige Erfahrungen gemacht habe und da würde ich jetzt gerne ausprobieren, jetzt auch dauerhaft frutarisch jetzt erstmal zu machen und da habe ich mir auch schon Strategien ausgearbeitet, wie ich mich erde zur Not ohne Blattgemüse. Und ja, das einzige wären noch halt Gemüsesäfte, also Blattgemüsesäfte, die sind halt feinstofflich genug, das kann ich mir ab und zu noch vorstellen, besonders auch im Saftfasten oder halt zur Erdung. Ansonsten ist eine gute Erdung, Avocados und Bananen zusammen zu essen, aber das ist schon dann krasser Schritt, sage ich mal, so eine Fehlkombination zu erzeugen, um sich zu erden. Ja, habe ich letztens auch eine Liste gemacht, werde ich aber wahrscheinlich vergessen, die
Haltestellen. Ich habe momentan so krass viel zu tun oder möchte auch viel tun und ja, bin auch so viel am Nachdenken über so viele Themen gleichzeitig. Ich bin eigentlich den ganzen Tag, ist mein Kopf einfach nur krass am Denken, aber ich habe auch, und das macht mir so richtig Spaß. Ich habe jetzt auch endlich die Energie dafür, das halt auch pausenlos durchzuziehen, dass ich halt nicht zwischendurch mal nach 2 Stunden, wenn ich sehr, 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 sehr viel gedacht habe, dass ich mich da so hinlegen müsste und Pause machen müsste oder meditieren müsste, obwohl ich auch immer noch viel meditiere und auch jeden Tag jetzt Sport mache. Aber ich kann jetzt einfach durchziehen, so lange mich an irgendeinem Wissensgebiet laben, bis ich einfach gesättigt bin von dem Wissen. Das finde ich richtig geil. Ja, mal ein längeres Video zu Tag 7. Vielleicht mache ich jetzt sogar noch 10 Tage. Mal gucken. Da habe ich auch noch ein Backup Brokkoli. Mal gucken, ob ich den brauche. Aber als Backup habe ich mir einfach mal geholt. Besser als nichts zu haben und dann in irgendwas zu verfallen oder so. Ich züchte mir gerade auch Sprossen. Die werde ich aber sehr lange sprießen lassen. Mungbohnsprossen, dass die halt wirklich sehr, 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 sehr lange Triebe haben. Ja, dass das meiste einfach halt nur Wasser ist. Bis dann.